Okay. Du musst den Sonnenring sehen. Aber die guck mich nicht an. Ha, sie wollen, dass wir ihn sehen. Er ist ziemlich beeindruckend. Das ist doch verrückt. Wohl kaum. Sie werden mich sehen. Du unterschätzt, wie leicht die Leute das Offensichtliche übersehen. Ja, genau. Ihr müsst ganz kurz warten. WhatsApp bekommen. Wenn du ein okay, Amazon-Lieferung. Bist du hier richtig? Ich hab Höhenangst. Du machst mir Sorgen, Mann. Echt Sorgen. Komm ich hier runter? Die Balustrade. Wenn du ein von Problem da aus mit mir ist hast, es kein tiefer Fall. Und wenn du seinen Atem erträgst. Also... Noch eine Menschenjagd. Wie viele Leute kann ein Stamm verlieren? Odund, Anführer von Odunds Meistern. Du bist wohl neu hier. Jemand, dem kein Auge oder Ohr fehlt, fällt hier direkt auf. Der gute Eindruck entscheidet. So viel dazu, dass wir unsichtbar sind. Loch. Wie durch Magie. Leb wohl, Odund. Gute Jagd. Wenn ich dich mal töten muss, wirst du nicht leiden. Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's denn heute? Danke. Ja, leb wohl. Ja. Okay. Wie komme ich hier jetzt rum? Mann. Das ist nicht dein... Ich sehe die Sonne. Solltet ihr nicht... Hast du Linde und dann... Ich will jetzt da runter. Solltet ihr nicht alle auf der Jagd... Hast du Linde und... Glaubst du... Ich... Bei... Ich muss gehen. Von mir... Ja, wie komme ich denn jetzt da... Also... Wo muss ich hin? Laut meinem Navigationsgerät... Darüber. Mir wird gesagt, dass hier irgendwie ein Weg lang geht. Ach so. Genau, wir sind ja sehr begabt, was Parkour angeht und so Zeugs. Mit C lässt man los, ja? Nur damit ihr das wisst, falls ihr auch mal das Problem haben solltet, dass ihr irgendwo hängt und nicht wisst, wie ihr runterkommt. Auf die andere Seite des Turms. Mit C. Suche nach der Lüftung. Schön, wie das hier wieder laggt. Wo muss ich denn... Hier. Muss hier rein. Du warst also schon mal hier. Sieht so aus. So, jetzt ist es sehr wichtig, dass du mir gut zuhörst. Ich habe dir den Weg hineingezeigt. Aber wenn du ihn betrittst, gibt es kein Zurück. Ja. Bevor du hier in die Tiefen hinabsteigst, solltest du vollkommen entschlossen, ausgerüstet und konzentriert sein. Ja, ja. Keine Ablenkungen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, erledige es zuerst oder schweige darüber. Ich werde kein Gejammer tolerieren. Ist das klar? Du wirst es tolerieren müssen, Silence. Ich habe dich nicht darum gebeten, mich zu begleiten. Ah ja! Also da fand ich die Animation von Zelda Ocarina of Time, wenn du Türen öffnest, schöner. Mein Leben lang wollte ich die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln. Woher die Maschinen kamen, wie die Alten solche Wunder taten und trotzdem kamen Verderben und Tod. Ein Leben voller Fehlschläge, denn Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, rannte ich gegen Mauern und gegen verschlossene Türen. Hallo? Bis eine Nora-Jägerin aus dem Wilden Osten kam. Und voilà. Sie kam und alle Geheimnisse wurden ihr enthüllt. Ich glaube, du wirst mit dieser Tür besser zurechtkommen als ich damals. Identiscan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Fehlfunktion, Fehlfunktion, Fehlfunktion. Soll das ein Witz sein? Du hörst mich nicht lachen. Sei still. Es muss irgendwie gehen. Hey, Elisabeth Sobeck hier. Erbitte Zutritt. Zutritt angefordert. Root-Befehlsfunktionen verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Will ich. Öffne diese Tür. Analysiere. Primärzugang außer Betrieb. Mechanischer Fehler. Notfallbelüftungsverfahren verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Hm.
Ja. Notfallbelüftung autorisiert. Warum ging's vorher nicht auf? Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte, du... Nicht alles haben. Das erregt Aufmerksamkeit. Wir werden hier nicht mehr lange allein sein. Wir? Ich sehe hier unten nur eine, die ihr Leben aufs Spiel setzt. Ja, gut. Machst du jetzt bitte weiter? Es gibt so viel zu lernen und so wenig Zeit. Wehe, ich habe jetzt so eine begrenzte Zeit. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Zero Dawn. Ja. Wir haben es gefunden. Überrascht dich das wirklich? Ja. Die Anlagediagnose zeigt zahlreiche Fehler. Reparaturversuch wird durchgeführt. Was war das hier für ein Raum? Vielleicht eine Eingangshalle? Sieh dich um. Ja, keine Ahnung, ich will da straight up rein. Bitte nehmen Sie Platz und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Einige Erfrischungen und Snacks stehen für Sie bereit. Ein kleinerer Raum. Und natürlich noch, was ist das? Loot, maybe? I don't know. Noch eine Nachricht zum Mitnehmen. Perfekt. Und weiter geht's. Begeben Sie sich in den Vorstellungsraum 1. Dort erwartet. Was war das hier? Eine Holographenbühne. ZDO1 Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Okay. Ich bin General Harris, Vorsitzender der Stabschefs der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß, es gibt Gerüchte, dass Zero Dawn ein streng geheimes Superwaffenprogramm ist, das technologische Wunder, das uns vor der Pharaoh-Plage bewahrt. Wenn Operation Enduring Victory die Roboter lang genug aufhält. Ich weiß deshalb so genau, dass es Gerüchte gibt, weil sie von mir kamen. Und es sind alles Lügen. Zero Dawn ist kein Superwaffenprogramm. Und es wird uns nicht retten. Nichts kann uns retten. Gar nichts. Als der Fehler erkannt wurde, war es bereits zu spät. Nichts konnte die Pharaoh-Plage stoppen. Nichts half. Die Roboter vermehren sich immer weiter und verschlingen die Biosphäre. Das Leben auf der Erde erlischt und unser Planet wird zu einem Ödland. Ein globales Aussterben steht uns bevor. Egal wie viele wir töten, die Zahl der Roboter wird exponentiell anwachsen. Hätten wir die Deaktivierungscodes, könnten wir sie abschalten, den ganzen Schwarm. Doch die kryptografischen Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Man bräuchte 50 Jahre, um die Codes zu knacken. Und wir haben 16 Monate. Nicht gerade eine gute Überlebenschance. Die Vernichtung einer Biosphäre ist nicht die Art von Apokalypse, die man in einem Atombunker aussitzen kann. Die Erde wird nicht mehr da sein. Nur noch ein toter, giftiger Fels mit Millionen von Pharaoh-Robotern. Schlafend. Auf Nahrung wartend. Das steckt hinter den Lügen über die Operation Enduring Victory. Meinen Lügen, die Millionen von Unschuldigen dazu bringen sollten, sich auf den Schlachtfeldern zu opfern. Warum? Aus einem einzigen Grund. Um Zeit für sie zu gewinnen, damit sie hier arbeiten können. Zero Day. Der Tag, ab dem kein Leben existiert, nähert sich schnell. Man kann es nicht stoppen. Die Hoffnung von Zero Dawn ist, dass vielleicht etwas Neues entsteht. Aber es liegt bei Elizabeth Sobeck, diesen schwachen Hoffnungsschimmer aufrechtzuerhalten. Harris, Ende. Ich bin mal wieder maximal überfragt, was hier eigentlich gerade abgeht. Er sagt, man kann es nicht stoppen. Aber es wurde gestoppt. Irgendwie hat Elizabeth uns gerettet. Ich muss weitersuchen, herausfinden, wie sie das geschafft hat.
Kann ich jetzt hier weiter? Danke. Okay, also die Menschen haben versucht, irgendwie so diese Pharaoh-Roboter zu stoppen und haben es nicht geschafft und wir leben jetzt trotzdem. Weil Zero Day hat halt nicht stattgefunden. Sie sind reingekommen. Durch die Lüftung. Lass dich nicht davon abhalten, die Wahrheit herauszufinden. Ich glaube, wir haben gesagt, ausschwärmen! Hi. Tötet, was sich bewegt! Was Hallo. Ist das hier? Ein Grab? Nee. Ich weiß es und ihr nicht. Leute, vielleicht nicht so gut. Und den Datenpunkt? Perfekt. Und natürlich den Loot. Gesprächs von Dr. Suray. Okay. Kämpf gegen mich, du Made! Ach, ich. Die. Verfehle ich ihn. Okay. Okay. Wir laufen weiter. Du hast den Zorn der Sonne heraufbeschworen. Wenn ich wüsste, wo es weitergeht. Hier? Hier sind auf jeden Fall mega viele Datenpunkte. Ja. Wo muss ich hin? Kann mir das bitte einer mal erklären? Nee, warte, auf der Map ist vielleicht was verzeichnet. Ach du meine Güte, wie komme ich denn hier raus? Ach, ich bin jetzt hier. Und weitergehen tut es, wenn ich hier weiterlaufe. Wir gehen auf. Ich kann mich an ihm vorbeischleichen. Die Datenpunkte. Willst du sie einfach ignorieren? ZDO2-Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet. Okay. Elisabeth Sobeck. Sie wissen es jetzt. Und es ist wahr. Die Pharaoh-Plage verschlingt die Biosphäre. Alles Leben wird verlöschen. Aber muss das das Ende sein? Wir werden alle sterben. Gibt es für das Leben eine Zukunft? Was, wenn wir einen Samen erschaffen, aus dem nach der Vernichtung neues Leben erblüht? Das ist das Ziel, die Hoffnung von Projekt Zero Dawn. Ein hochintelligentes, vollautomatisches Terraforming-System, das aus der Ödnis Leben erschafft. Was braucht dieses System? Als Kern braucht es eine gute KI, die in der Lage ist, durch Trillionen von Entscheidungen unsere Biosphäre wiederherzustellen. Selbst unsterblich, in der Lage, das Leben wieder neu erblühen zu lassen. Wir nennen sie Gaia. Mutter Natur als KI. Doch das ist nur der Kern des Systems. Sie braucht die Begleitung und Unterstützung einer ganzen Palette untergeordneter Funktionen. Sie erweitern sozusagen Gaias Verstand und jede Funktion dient einem bestimmten Zweck. Das sind keine KI, aber trotzdem ist klar, jede von ihnen stellt eine größere technische Herausforderung dar, als je zuvor in der Menschheitsgeschichte bewältigt werden musste. Hardware für Schutz und Reifung von Billionen Samen und Embryonen, die neues Leben spenden. Der Bau unterirdischer Anlagen, die das alles enthalten. Und das ist nur der Anfang. Wir müssen nicht das ganze System bauen. Das Schöne am vollautomatischen Terraforming-System ist, dass es sich selbst bauen kann. In den nächsten Tagen hören Sie, wie all diese Funktionen das Ist das jetzt Werbung? Soll ich das kaufen? Wie wir im Wettlauf gegen die Zeit die Bioproben nehmen, die Software, da unten, Hades, ganz unten. Und Anlagen bauen. Wie wir sie schließen und versiegeln, ehe das Unvermeidliche eintritt. Doch noch wichtiger, dass noch nicht alles zu Ende ist. Dass Gaia die Deaktivierungscodes erzeugen wird, von denen Harris sprach. Und dann Sende-Arrays baut und sie überträgt, um die Pharaoh-Roboter abzuschalten. Ja. Dass Gaia die notwendigen Roboter für jede erdenkliche Arbeit nicht nur aufbauen, sondern auch konzipieren kann. Von der Detoxifizierung der Atmosphäre und der Meere Krokodil. Zur Neubegrünung der Erde mit eingefrorenem Saatgut.
zur Besiedlung der Erde mit Tieren. Und dann, wenn all das getan ist, wird eine neue Generation von Menschen, erzeugt in Ursprungsanlagen in aller Welt, an Apollo teilhaben. Dem Archiv unseres Wissens und unserer kulturellen Errungenschaften, wodurch sie von uns erfahren, von der Welt. Und am wichtigsten, von Fehlern, die wir gemacht haben. Dies ist kein unmöglicher Traum. Wir können es schaffen, mit harter Arbeit und unbedingtem Willen. Das Leben hier wird enden. Doch wenn Sie mir helfen, und Gaia, gibt es noch eine Zukunft. Bleiben Sie und formen Sie diese Zukunft. Wer? Aber dann neu erschaffen? Kam von einer Maschine. Einer Schöpfungsmaschine. Auf diese Idee. Für das Leben. Für uns. Aber was ist dann mit Hades? Eindringling, schnapp sie! Egal was du tust, stirb jetzt bloß nicht. Ach du meine Güte! Warum will er mich töten? Und Apollo, das Archiv des Wissens, was ist damit passiert? Ich bin genauso verwirrt wie du. Vielleicht liegen die Antworten vor uns. Das ist keine Wahrheit. Perfekt, ich nehme es noch alles mit. Okay. Oh Sonne, lass mich meinen Feind treffen. Gibt es noch einen anderen Weg? Das hatte ich schon mal. Ich brauche nur meinen Fokus. Das überleben. Nur eine Fleisch. Ich brauche nur den Fokus. Möge das den Feind aufhören. Warum? Brauche nur meinen Fokus. Die ganze Zeit ist das ein Instant-Kill, wenn man den Kopf trifft. Und jetzt mache ich da kaum Schaden. Schon Schlimmeres verstanden. Weg. Den hier durch mit C. Versorge die Tür mit Strom. Lass mich das Herz. Das hatte ich vor. Dann mal los. Noch so eins. Da fehlt ein Teil. Ob es hier vielleicht eine Art Lager gibt? Meine Feinde fallen. Ob es ein Lager gibt für... Schenke mir den Sieg! Mann, was ist das denn? Stell dich dem Urteil unter. Hoch, links, runter. Ich hab keine Ahnung. Natürlich! Hallo, nimm das Ding doch! Perfekt. Bin nur fast gestorben dabei. Ich loote ich trotzdem. Ich hab schon zu viel dabei. Ja, ein Heiltrank wäre gut, gell? Falscher Knopf, X. F. Ah, bringt mir nichts. Das da. So. Hoch, links. Runter. Rechts. Hoch.
Ja, ich kann das nicht drehen. Hell auf E ist jetzt was anderes ausgewählt. War falsch? Ist aber laut Anzeige richtig. Hoch, links. Oder zählt das für die Anzeige? Und hier gibt's nochmal. Hier gibt's nochmal so ein extra Ding. Links. Hoch. Rechts. Haben wir noch? Runter. Rechts. Geschafft. Ich sollte die Tür da überprüfen. Welche Tür? Einfach. Ach, das ist da. Ja, ich will auch nicht in den Gefängnistrakt. Oh, die Folge geht schon eine Stunde. Es tut mir leid. Aber ich habe keine Lust, jetzt mittendrin einfach hier aufzuhören, weil ich muss irgendwo einen Speicherplatz haben, weil ich jetzt auch aufhöre, das Game zu spielen. Was ist denn hier? Ich verstehe es. Was Besonderes. Wie soll ich hier weiterkommen, wenn hier eine Wand ist? Also eigentlich direkt hier. Da. Das da. Hey, Brads Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR mit... Hey, Brads Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich gehe eh, um die Wiedergabe zu beenden. Okay, ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Wir gehen mal durch die Tür. Hier geht's nach oben. Und hier gibt es spannend, oh spannend, wahrscheinlich nichts Besonderes. Na also, sieht intakt aus. Muss ich wieder zurück? Vielleicht schneide ich die Folge in der Mitte auch einfach durch. Dann habt ihr zwei. Dann muss ich jetzt nicht nochmal eine komplett neue Aufnahme starten. Ja, komm, ich mach das so. Ich mach das so, dann sind wir mittlerweile schon ziemlich in der zweiten Folge. Dann mal auf mit der Tür. Hoch. Links. Und, wahrscheinlich links und wieder hoch. Nein. Ach, rechts. Haben wir rechts? Oh, wir haben rechts noch nicht. Okay. Meine Schuld. Entschuldigung. Jetzt zeigt er nach oben. Hoch, links, runter, rechts. Also, ich weiß nicht, ob ich das richtig lese, aber ein Pfeil nach oben, der heißt nach oben. Ein Pfeil nach links, runter. Ist das auf dem Kopf? Seht dran, dass es die falsche Richtung einfach ist. Das weiß man auch natürlich. Mir ist es aufgefallen, weil das Pharaoh steht einfach auf dem Kopf. Na, ich bleibe ganz entspannt. Noch einmal. So, jetzt ist richtig.
Wo er hier falsch ist? Ich weiß es nicht. Runter! Wieso sind die alle falsch? Warum habe ich die alle falsch schon gemacht? Runter. Links. Das war's. Die Tür sollte wieder Strom haben. Warum ich das jetzt falsch gemacht habe? Ich weiß es nicht. Perfekt, weiter geht's. Oh, wer ist er denn? Guten Tag! Eclipse, Sie sind hier. Vermeide jeden Kontakt. Die Seile sehen gut aus. Gaia, es ist da oben, im Obergeschoss. Kannst du es erreichen? So viel zu vermeide jeden Kontakt. Soll ich da jetzt einfach durchrushen oder wie? Auf der Map kurz gucken. Ach, erledige die Eclipses erstmal. Moment. Ja, ich hab daneben geschossen. Ich hab's gemerkt. Schieß doch jetzt! Ist das so schwer, einfach da zu treffen? Wie viel Schaden muss ich machen, dass die sterben? Teleportier dich halt. Zu den Waffen. Perfekt. Ja, schön, dass du einfach nicht auflädst. Ja, ich bin tot. Warum überlebt ihr das denn? Also, wenn ich im Pfeilenkopf leben würde, ich würde das obviously nicht überleben. Ja, ich weiß, ihr seid magische Menschen. Das war der letzte. Ja, schön. Ich habe eine Frage. Oder auch nicht. Ja, die haben irgendwelche Masken an. Ich muss einen besiegen. Die Luft ist rein. Sicher. Dann setz dich in Bewegung. Du musst Gaia finden. Ich bin Margo Shen und das ist Hephaestus. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia zahllose Roboter bauen wird. Genau. Also die Schmiede. Nur nicht ganz so einfach. Endlich. Also bin vorbereitet, man merkt's. Ja, wer weiß, da könnte noch einer kommen und dann kann ich zack, 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 zack machen. Ich glaube, das ist es. Das Was Büro denn? Von Elisabeth Sobeck. Aber ja, schön. Nicht rein. Es muss einen Weg hineingeben. Such weit. Mehr Eclipse. Sei vorsichtig. Ich wusste. Was denn hier? Was ist das denn da? Also außer die Eclipse. Oder Eclipse oder. Keine Ahnung, wie das jetzt hier. Kann ich einfach durchschießen? Nee. Aber die hören das auch nicht, kein Problem. Ich kenn das. Also wenn hier neben mir irgendwie jemand mit einer riesengroßen Waffe steht und rumschießt, ich höre das auch nicht. Also wenn man jemanden nicht sieht, dann ist er nicht da. Ob man ihn hört oder so, ist es egal. Er ist einfach nicht da. Jetzt haben wir schon eine 2x40 Minuten Folgen circa. Willkommen bei Apollo, dem kollektiven Gedächtnis der menschlichen Spezies und Quell des Wissens für zukünftige Generationen. Ich bin Samina Ebachi. Ja, guten Tag, Ebachi.
kennen wir uns jetzt ja. Es gibt nur einen Weg hier raus. Kämpfen! Was du denn? Der Gerechtigkeit nicht entfliehen. Ich hab keine Munition mehr, ist schlecht. Du hast mich. Warum seid ihr so ultimativ stark? Hallo? Okay. Wie kann ich denn nicht treffen? Ihn als Ersten. Du bist erledigt. Okay, Leben ist einfacher. Du bist... Das war der Letzte. Ja, ich habe auch keine Heilung mehr. An einem Ort, der eine Wunderhöhle hätte sein sollen. Sieh dich um. Sieh nach, ob hier noch irgendetwas ist. Ja, ich vermute mal das, was Besonderes. Keine Ahnung. Kommen wir aber schon wieder raus, oder? Ich muss da rüber. 44 Meter in die Richtung. Ja, wie komme ich denn da hin? Eine Freezing-Kamera. Kammer, nicht Kamera. So eine Kältekamera. So, wir gehen hier mal lang. Was finde ich hier? Außer Eclipse? Willkommen bei Hades. Zero Dawns sicheres Vernichtungsprotokoll. Ja, ja, sicheres Vernichtungsprotokoll. Hätte Lust auf Heilung. Das hier scheint der einzige Weg zu sein. Willkommen bei Illuthia, Krönung und Gipfel von Gaias untergeordneten Funktion. Denn durch Illuthia wird die. Wenn jetzt nicht Heilung drin ist, okay, dann heile ich mich über F. Mit dem einzig wahren Heiltrank. Wir sind zu Kryokammern oder so. Und da ist immer so kalt davor. Ursprungsanlagen. Elisabeth sagte, dass eine neue Generation von Menschen in solchen Anlagen entstehen würde. Das sagte sie. Also war der Berg der Urmutter eine solche Anlage? Ja, so ziemlich. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Warum lässt sie denn jetzt los? Die Luke ging nicht auf. Da war irgendwas mit einer beschädigten Alpha. Kompletter Betrug. Ich muss Elisabeths Büro durchsuchen. Komm ich denn da rein, Mann? Datenpunkt. Logik allein reicht nicht, Tets. Damit es klappt, muss Tag. Gaia ein wenig Eigeninteresse haben. Sie muss fühlen. Und wenn sie Amok läuft? Lernen wir gar nichts aus unseren Fehlern? Deinen Fehlern willst du sagen? Alles, was ich sage, ist, baut ein Notaus ein. Sie ist ganz jung, Ted. Ich halte ihr keine Waffe an den Kopf, wenn sie noch in der Wiege liegt. Du redest wie von einem Kind. Was, wenn sie ein Monster wird? Elisabeth, darf ich vielleicht etwas dazu sagen? Natürlich, Gaia, nur zu. Ich widerspreche nur ungern. Doch Mr. Farrows Argument ist schlüssig. Im Moment ist die Entwicklung meiner Psyche nicht vollständig vorhersehbar. Zum Sicherheit des Lebens wäre ein Notfallschalter, glaube ich, eine Notwendigkeit. Du bist eine sprechende Kugel. Zufrieden, Ted. Himmel. Ich bin Raumfahrer geworden. Aha. Sehr schön. Was hat mir das jetzt gebracht, dass ich jetzt weiß, dass die KI von sich selber denkt, dass sie grauenhaft ist? Roboter profitieren von Antilopini-Morphologie. Du lernst schnell, Gaia. Dr. Sobek, während meiner vergleichenden Analyse der verschiedenen Säugetierstrukturen habe ich umfassende Daten über das Quartäre Aussterben gesammelt. Oh. Und deine Einschätzung? Gaia? Logisch gesehen war das Aussterben eine natürliche Konsequenz. Aber ich finde den Verlust dieser Megafauna unglaublich traurig. Dass sie völlig in Vergessenheit gerieten, weckt in mir ein Gefühl der Trauer. Das hat sowas von dem Schiff von Samus. Ist das ein Fehler? Nein, Gaia, gar nicht. Das ist gut. Sehr gut.
Das ist alles komplett weird, was ich gerade erfahre. Es folgt eine kurze Zeit der Bewusstlosigkeit während des Umzugs nach Prime und dem Aufbau. Elizabeth, darf ich etwas dazu sagen? Wenn du am neuen Standort wieder läufst, schalten wir die Unterfunktion online und sehen, wo wir stehen. Elizabeth, ich erkenne Betrübnis. Geht es dir gut? Irgendwas ist mit diesem Ding falsch. Ich begreife, dass uns die Umstände zu einem sehr frühen Start zwingen. Aber die Subsysteme sind betriebsbereit. Die Chancen stehen gut für uns. Aber wenn... Gaia, da draußen ist nichts mehr. Ohne Schutzanzug ist es unmöglich, überhaupt zu überleben. Milliarden Opfer. Ihr Tod war entsetzlich. Was ist, wenn es umsonst war? Elizabeth, das Aussterben war unvermeidlich. Dank dir hat das Leben eine Zukunft. Glaubst du wirklich? Ich glaube an dich, Elizabeth. An dich und das... Und das? Toll, einfach mittendrin unterbrochen! Jetzt mein Ziel? Ich muss weiter durchsuchen. Okay, ich gehe mal weiter. Den hatten wir gerade. Die Fehlschlag. Finde ich jetzt aber nicht so toll. Ah, bisschen Loot. Nehmen wir mit. Und was ist das dann? Looks like a Datenpunkt. Zugreifen. Die Alpha Registry Master Datei. Intakt? Ja. Sieht unbeschädigt aus. Worauf wartest du denn noch? Kopier die Datei. Damit kann ich die Registry der Urmutterluke wiederherstellen. Sie öffnen. Hineingehen. Und die Geheimnisse darin erfahren. Mein Geburtsort. Vielleicht wer mich geboren hat. Wer? Bist du wirklich so naiv? Dort wird kein Wer auf dich warten, Aloy. Wie auch immer du auf die Welt kamst, es war ein Was, kein Wer. Du Bastard. Oh nein, ich hatte eine echte Geburt. Du, Aloy, bist die Schöpfung einer Maschine. Doch welche Maschine und warum? Warum bist du auf der Welt? Jetzt ergibt dieses, dass sie aus dem Berg kommt, so einen Sinn, so dass der die Eclipse. Dings, du musst der Berg ihre Mom ist, so, das was macht du Sinn. Was du hast, ist zu wertvoll. Du bist zu wertvoll. Können wir nicht einfach sagen, ich bin unsterblich, so, weil halt, ist halt so. Das sieht für mich nach einem Bosskampf aus. Ja, finde ich jetzt nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Du lebst noch. Gut. Ich plane einen passenderen Tod für dich, Kind. Ich würde sagen, weil ich jetzt richtig, richtig mies bin, dass wir an der Stelle hier Schluss machen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt das mit einer positiven Wertung und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao, Leute.